Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X zur Aufgabe C7 des Känguru-Wettbewerbs 2020. Diese Aufgabe ist eine Logikaufgabe und immer wenn wir Logikaufgaben lösen, dann ist es ganz wichtig, dass wir zunächst einmal jedes Detail der Aufgabe verstehen, weil nur so haben wir eine Chance, die richtige Antwort zu finden. Und deshalb werde ich, wie immer, euch die Aufgabe Stück für Stück in aller Ruhe vorlesen. Ihr hört ganz genau zu und dann versucht ihr, die richtige Antwortmöglichkeit zu finden. Es geht um eine neue Schülerin und diese neue Schülerin hat drei Vornamen und in der großen Pause wird geraten. Das heißt, die Mitschüler fragen nun, heißt du Ada, Lilo, Cleo oder heißt du Ada, Lara, Cora oder heißt du Alea, Lara, Cleo? Die neue Mitschülerin antwortet, jedes Mal war genau einer meiner drei Vornamen richtig und er war auch an der richtigen Position. Wie heißt unsere neue Schülerin? Findet ihr es heraus? Wir erfahren in der Aufgabenstellung, dass die Schülerin drei Vornamen hat. Wir erfahren weiter, dass jedes Mal genau einer dieser drei Vornamen, die hier genannt werden, richtig sind. Und wir erfahren auch, dass wenn der Vorname richtig ist, dass er dann auch an der richtigen Position steht. Und nun können wir Folgendes machen. Wir gehen einfach einmal davon aus, dass der erste Vorname Ada ist. Und wenn der erste Vorname Ada ist, dann schauen wir mal, was sich weiter ergeben würde. Also wenn Ada richtig ist, dann müsste gemäß der Aufgabenstellung der zweite Vorname Lilo falsch sein, weil ja immer nur genau ein Vorname richtig ist. Und es müsste auch der dritte Vorname Cleo falsch sein. Bei der zweiten Frage wäre dann der erste Vorname Ada wieder richtig. Und der zweite und dritte Vorname wieder falsch, da ja nur genau ein Vorname immer richtig ist. Was können wir nun über die dritte Frage aussagen? Naja, wenn Ada richtig ist, dann muss Alea falsch sein. Und wir haben bei der zweiten Frage schon gesehen, dass sie auch nicht Lara heißen kann, also muss auch Lara falsch sein. Und Cleo kann sie auch nicht heißen, weil wir haben schon bei der ersten Frage gesehen, dass Cleo auch falsch ist. Das bedeutet also, dass bei der dritten Frage gar kein Vorname richtig wäre. Und das ist ein Widerspruch zu der Aussage, dass jedes Mal genau einer der Vornamen richtig ist. Insofern können wir sagen, dass die Annahme, dass der erste Vorname Ada ist, falsch ist. Und wenn unsere neue Schülerin mit ersten Vornamen nicht Ada heißen kann, was bleibt dann übrig? Sie muss mit ersten Vornamen Alea heißen. Und wenn wir uns jetzt diese dritte Frage anschauen und wir wissen, dieser erste Vorname ist richtig und dass jedes Mal immer genau nur ein Vorname richtig ist, was können wir dann weiter folgern? Wir können folgern, dass der zweite Vorname Lara falsch sein muss. Und wenn er hier falsch ist, dann muss er auch hier falsch sein. Dann können wir weiter folgern, dass auch Cleo falsch sein muss, weil ja Alea schon richtig ist. Und wenn Cleo hier falsch ist, dann muss Cleo auch hier falsch sein. Und wenn ihr nun mal schaut, jetzt bleiben nur noch zwei Namen übrig, nämlich als zweiter Vorname Lilo und als dritter Vorname Cora. Und damit, meine Lieben, haben wir es gefunden. Unsere neue Mitschülerin muss Alea Lilo Cora heißen. Und damit ist die Antwortmöglichkeit E die richtige. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis zum nächsten Mal.